Wuhu, endlich wieder Minusgrade. Hoffentlich gefriert der Boden, dann gibt es schulfrei. Aber warum heute nicht? Was nicht? Der Boden ist wohl nicht feucht genug, sodass was gefriert. So wird's schon besser. Was wird das? Glatteis, schulfrei. Aha, ich denke, da muss schon mehr kommen. Max hat recht, ein bisschen mehr muss schon sein. Hoffentlich nass genug für Glatteis. Björn, aufstehen, Schule! Was? Kein schulfrei? Nein, aber ich muss jetzt los, den Postmann ins Krankenhaus fahren. Der ist vor der Tür ganz übel ausgerutscht. Das hat nicht geklappt. Ich müsste das Land flächendeckend benässen. Wie geht das nur? Regen vielleicht? Und wie macht man Regen? Also, Wasser verdunstet von der Erde, steigt hoch, bildet Wolken und regnet woanders wieder runter. So viel Wasser bekomme ich aber gar nicht auf die Straße gekippt. Alleine jedenfalls. Warum willst du auch Wasser auf die Straße kippen? Selbst wenn es verdunstet, würde es in Wolkenform rüber nach Frankreich ziehen. Der Wind kommt östlich, vergiss das mal lieber. Östlich, sagst du? Polakboard.pl, das polnische Anschlagebrett für Polen im Internet. Da werde ich auch einen Eintrag hinterlassen. Das haue ich jetzt noch durch den Übersetzer und hoffe, dass viele Polen mitmachen. Mal gucken, wie das Wetter ist. Diese faulen Polen! So ein Mist, was jetzt? Ich könnte Wetterbericht gucken und hoffen, dass es mal so regnet. Willkommen bei den Nachrichten! Warschau, in Polen sind heute landesweit die ganzen Straßen zugefroren. Denn nach einem Internetausruf haben heute viele Internetnutzer literweise Wasser auf die Straße gekippt. Hydranten wurden aufgedreht, Regentonnen umgeschmissen und Wasserflaschen aufgedreht. Bei der nächtlichen Kältewelle ist das ganze Wasser hart geworden und hat die Straßen zugefroren. Die Schuld für dieses Fiasko ist auf eine einzelne Person zurückzuführen. Die Kinder jedoch freuen sich. Es wird fast eine ganze Woche dauern, bis alles enteist ist. Bis dahin ist schulfrei. Sie sollten mir voll dankbar sein. Ich gebe es auf.